So, das Edikt ist verkündet. Noch 8 Tage bis zu Kyros Tag der Schwerter. Und wenn dann das nicht fertig ist und erobert ist, macht Kyros mal eben einen Instant Kill auf alle. Und ihm ist es voll egal. Interesting. Wenn ich übrigens nicht hier wäre, wäre es mir auch egal. I got it. So. Wir nehmen alles mit, was uns lieb und nett ist. Got it. Bronzes Dauschwert, was sind das? Offensichtlich nicht gut genug. Naja, wollen wir das mal im Auge. Heil dir, Hüter des Gesetzes! Der in feinsten Händlerputz gekleidete Mann begrüßt dich mit einem Lächeln. Wenn du ein paar Ringe zu viel mit dir führst, solltest du sie besser vor der Schlacht loswerden. Du musst wissen, dass ein Händler den Geschmähten in ihrem Lager dulden. Ein Mann sein muss, der nur die besten Vorräte und Waffen feilbietet. Er deutet auf sein aus Schildern, Rationen, Taschen, Weinschläuchen und anderen Posten bestehenden Angebot. Schau dich mal um, vielleicht findest du hier etwas, das dich interessiert. Könnte ich einen genaueren Blick in eine dieser Kisten werfen im Standardprüfverfahren. Er zögert es, setzt aber dann ein freundliches... Nee. War gerade Meldung Treiber verfügbar. Grinsen auf. Na, natürlich, nur zu. Ich habe nichts zu verbergen. Er zelebriert es förmlich, den Deckel einer Kiste abzunehmen und dir den Inhalt mit offener Handfläche zu zeigen. Keine seiner Waren hat etwas Ungewöhnliches an sich. Du siehst nichts, was fehl am Platze oder nicht von seiner Handelslizenz autorisiert wäre. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Ich bin froh, das zu hören. Mit keiner Versuchung der Welt könntest du mich vor der Gunst gegenüber Tunen oder Kyros abbringen. Ja, lass mich mal sehen. Pentibor reibt sich mit feuchten Augen die Tränen. Feuchten Augen die Tränen. Leuchtenden Augen die Hände. Lass uns mal sehen, ob wir was finden können, das dir gefällt. Voll das Gegenteil gerade gelesen. Na, was hat denn der denn da? Ich kämpfe sowieso nur mit... ihr wisst schon was. Alles, was ich nicht brauche, weg. So. Wir sind jetzt... Ah ne, wir sollen mit denen einen reden. Ist schon wichtig. Ziert euch nicht vor dem Aufprall, sondern stoßt mit eurem Schild zurück und nutzt den Schwung. Eisenmarschall Erenios, Feldkommandantin der Geschmähten, schlägt mit ihrer Faust in die Luft, während sie auf dem Übungsplatz eine Ansprache vor den Kriegern hält. Die Augen auf die Gürtellinie des Gegners, habe ich gesagt. Wenn ihr erst nur einen kurzen Blick auf seine Füße werft, seid ihr verloren. Der weibliche Geschmähtenoffizier wendet sich dir zu. Während sie sich räuspert, zieht sie ihren blassgoldenen Wappenrock zurecht. Meine Truppen müssen ständig üben, sonst rosten ihre Fähigkeiten ein. Es ist zu ihrem eigenen Wohl. Selbst wenn sie das nicht glauben. Okay. Man erwähnte, dass du wenig Krieger hattest und Hilfe bräuchtest. Wie ist die Lage? Meine
Brigaden versammeln sich bei den Kreuzungen von Ruhesanft. Echoruf und Kleinzahn. Oh Gott, was entsteht der, ey? Die Vendrin-Wache mag ja in der Lage sein, eine Brücke zu halten, aber gegen einen abgestimmten 3-Punkt-Angriff haben sie keine Chance. Ich habe kein Recht, dir Befehl zu erteilen, aber ihre Worte kommen ins Stocken und ein kurzes Husten unterbricht ihren Redefluss. Aber wenn wir scheitern, sterben wir alle durch Kyros Edikt. Also werde ich nicht zulassen, dass mich mein Stolz blind für den Wert guter Hilfe macht. So. Das ist der zweite Hopferangriff über den Fluss, richtig? Was ist beim letzten Versuch passiert? Eine umfassende Niederlage. Wir schlugen uns einen blutigen Weg bis uns zum Fluss frei, aber da war jeder verloren, der nach vorne stürmte. Wir hatten keine Chorunterstützung. Wir waren nur ein paar geschmähten Kampftruppen. Ich kann dir nicht genau sagen, wie sie besiegt wurden, aber wir verloren sämtliche Angriffstruppen. Sie schüttelt ihren Kopf und stößt ein langes, schmerzerfülltes Seufzen aus. Tagelang trieben Leichen den Fluss hoch. Das Stufenvolk bietet einem nicht oft gerade entschlossen die Stirn. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir die Truppenstärke neu bedacht haben, die wir zur Eroberung dieses Teils benötigen werden. Wirklich? Bist du dir sicher, dass unsere Speer euch nicht allerlei Einzelheiten über den Feind gegeben haben und ihr euch nur dazu entschieden habt, unsere Warnung in den Wind zu schlagen? Schutzzuweisungen sind für die Zeit danach dem Krieg. Jetzt sind nur die Eidbrecher wichtig. Ganz richtig, unsere Emotionen ins Spiel zu bringen, wird diesen Feldzug nicht beschleunigen. Ich werde euch unterstützen. Dann könnte unser Plan eigentlich aufgehen. Der Eisenmarschall führt euren Handschuh in die Nähe ihres Gesichts, wobei sie sich zu den metallischen Gelenkverbindungen schaut. Wir haben nur widerwillig mit jenen zusammengearbeitet, die nicht unsere Ausbildung und Werte teilen. Trotzdem wissen wir, dass Thun und der Richtige für sein Gericht nur die fähigsten Köpfe auswählt. Und ich vertraue darauf, dass du uns allen im Feld Ehre erweisen wirst. Antio wird den Angriff bei der Echorufkreuzung führen und Beric von der Steinschilden wird dir zur Seite stehen. Sie deutet auf einen schwer gepanzerten Soldaten, der am Rand des Übungsplatzes Wache steht. Und bevor du fragst, nein, der Eisengebundene war beim Aufpassen seiner Rüstung besoffen. Nein, keiner der Eisengebundenen war besoffen oder sonst benebelt. Er überlebte die volle Wucht des Edikts der Stürme und seine Rüstung lässt sich nicht mehr richtig ablegen. Taktisch gesehen ist es ziemlich brillant, ansonsten ist das für ihn aber eher ein Fluch. Erenios tippt sich zweimal gegen ihren Helm, um den Hühnen etwas mitzuteilen. Beric, komm mal rüber und stell dich dem Schicksalsbinder vor. Die annähernd menschliche Form, die auf dich zugeht, sieht eher aus wie eine Verschmelzung aus verrostetem Kling und ungleichen Rüstung. Er stinkt nach Schweiß, Fäkalien und irgendeinem Öl, das ihm seine Beweglichkeit bewahrt. Fatebinder, the Iron Marshal has tasked me with keeping you alive, and I have no intention of disappointing her. That should be enough assurance for anyone. Es ist mir eine Ehre. Beric, is that you under there? I had no idea you were in Vendrian's well. Fatebinder, do you know this walking anchor? Ich glaube nicht, dass wir einander schon vorgestellt wurden. It's challenging enough to experience battle from a courtroom, much less remember the faces of your cohorts. I wouldn't expect you to know me under these accursed blades of rust. Er schlägt sich zur Betonung gegen seinen deformierten Brustpanzer. Der Schicksalsbinder wird sich uns für den Angriff über den Fluss anschließen. Ich dachte mir, ein zusätzlicher Kämpfer könnte nicht schaden. Außerdem, und das ist noch wichtiger, sollten sich meine Befürchtungen bewahrheiten oder Chor versuchen, die Mission zu behindern, werden wir einen Beobachter vom Gericht auf unserer Seite haben. It's just my luck that I'm assigned to one of Tunon's legal clerks. I'm sure you think the rules don't apply to you. But I'm counting on you working with me and my squad to stop these Oathbreakers. Ich bitte darum, dass dich Beric dort begleitet, um die Zusammenarbeit zwischen seiner Kompanie und dem Scharlachrotenchor zu erleichtern. Beric,
Du bist jetzt seit der letzten Schlacht im unbeugsamen Land ohne Kohorte gewesen. Es ist an der Zeit, dass wir dir eine wichtigere Aufgabe zuteilen, als Wagen zu ziehen und Übungskämpfe zu leiten. Sie stemmt ihre Hände in die Hüften und springt mit knapp offiziell klingenden Worten. Ash hat dich in die Dienste des Schicksalsbinders überstellt. Du darfst dort davon ausgehen, dass diese Aufgabe fortlaufend ist, bis wir einen permanenteren Posten für dich finden. Was allerdings bis zum baldigen Kriegsende dauern könnte. Oder bis dich der Schicksalsbinder entlässt. Verstanden? Barrick schaut den Eisenmascher in bedrückender Stille an. Barrick, ist das ein... Das ist ein Befehl. Sie schüttelt seufzend den Kopf und wendet sich wieder dir zu. Er kann so stur sein wie ein Turm Hades, aber er ist ein guter Soldat. Ich hoffe, dir macht seine Gesellschaft nichts aus. Ich fühle mich geehrt, ein Mitglied der Eisenlegion an meiner Seite zu haben. Hervorragend. Ich freue mich schon auf dein Erfolg im Feld. So, wir haben einen Mitstreiter. Und er hat offenbar ein Level Up. Ja, hat er. Okay, naja, er braucht also theoretisch das hier. Mit was kämpft denn der eigentlich? Mit Einhandwaffe. Denn ist sowas nicht verkehrt. Ja, dann kriegt er da einen Punkt. Aber so funktioniert also das Level-System. Perfekt. Jetzt haben wir schon drei. So, jetzt machen wir uns auf den Weg zum nächsten Ort. Das Lager des Scharlachroten Chors dauert eine Stunde hin. Dein Weg wird von einer kleinen Gruppe Fendrin-Wachen versperrt. Du kommst nicht weiter, bis du dich um sie gekümmert hast. Oh, ein Hinterhalt. Ich habe übrigens nur bis zum Lager gespielt. Bis zum nächsten. Weiter nicht. That's far enough, Fatebinder. Die Stimme einer Frau dröhnt von einer nahen Felszunge herab und die ihr locker sitzenden Reisekleidung erkennst du Muster einer aquamarinblauen Körpermalung. Ihre Kleidung ist mit Zöpfen und Knoten aus Seemannsstrick geschmückt. Die Frau wird auf beiden Seiten von Kriegern in der Ausrüstung der Ventri-Wache flankiert und stützt sich auf einen aufwendigen Klingstab, der vor arkaner Energie pulsiert. Ein ausladendes Stück blauen Stoffes ist über ihren Arm drapiert. I owe you an apology, Peacebinder. For we have dishonored the surrender that you offered us in our year of defeat. I cannot excuse or defend our action. I leave that to history. But all the same, I am deeply indebted to you for treating my tearsmen with charity and humanity, even in this time of madness. In accordance with ancient customs north and south, I offer and request a delay of blade. There are matters we must discuss without fear of reprisal. In Übereinstimmung mit den uralten Bräuchen des Nordens und Südens befolge ich diesen Waffenstillstand. As is our custom, we are ready to kill to defend our lands, but we kill only in fair battle. We don't slay our prisoners. We know this isn't Kairos's way, but we must have hope. A few of my kin have gone missing, and though they may have perished, I have to inquire on the off chance they still live. If Captain Tarkus Deimos still lives, we would negotiate for his release. Ah.
Angenommen, er wäre unser Gefangener. Was würdest du für uns an ihn anbieten? We would offer you 5 choir men that got lost on patrol. They're healthy. Got other limbs, too. I would not have us barter with oathbreakers. Certainly not for anything less than disfavored lives. You say there's something worth less than a disfavored life. Call me intrigued. Shit. Ich bin dran vorbeigelaufen. Takis Demos, ne? Das ist der, den... Den haben sie im Lager. Ja, den könnte man dort nämlich umbringen. Und ins Chor einladen. Und ja. Ich werde nicht mit Eidbrechen verhandeln. Very good, Fatebinder. You do well not to set a standard of compromise and weakness before these southern wretches. You know the meaning of precedence in law and in war. Then I will take no more of your time. Apologies. We will depart at once. Sie verbeugt sich kurz, wobei sie den Blickkontakt zu dir nicht abreißen lässt und wendet sich dann zum Weggehen ab. Ihre Leibwächter folgen ihr einen Augenblick später. Das war recht kurz. Ja, Das kann übrigens auch länger dauern, ne? Also das Gespräch. Thorin, dieses Gericht hat davon erfahren, dass du den Archonten des Krieges und der Geheimnisse des Edikts des Oberherrn verkündet hast. Wisse, dass wir das Gewicht dieser Belastung wohl auferkennen und die Loyalität zu schätzen wissen, die du durch die Verkündung des Edikts unter Beweis gestellt hast. Solltest du diese Spinnbanne überlesen, wird deine Leistung gebührend anerkannt werden. Vergiss bei der Untersuchung der Eigenheiten und gegenseitigen Abneigung der Kriegsherren nicht, dass Kyrus dir dabei interessiert zusieht. Jene, die sich gezeichnet haben, die Chance in der Wertschätzung des Oberherrn zu steigen, ganz gleich, ob sie Schicksalsbinder oder Archonten sind. Schon jetzt flüstert man sich an den Höfen des Nordens zu, dass der erfolgreichere der beiden Archonten, Archonen, die Herrschaft über die gesamte Halbinsel bekommen wird. Gleichermaßen gestaltest du deine Zukunft mit deinen Entscheidungen. Triff sie mit großer Umsicht. Thun und der Richter, Archon der Gerechtigkeit, ihm für den Rat danken. Archon Thunon, erlaubt mir euch mit meiner tiefsten Wertschätzung für diese Chance auszudrücken. Nur wenige im Reich haben die Ehre, mit Archon Akon blablabla zu verhandeln. Und nur ganz wenige die mächtigen Worte des Oberherren zu verlesen. Ich bemühe mich stets darum, euer vorbildlichen Weitsicht und Rechtsprechung nachzueifern. Ich verbleibe uneingeschränkt euer treuer Diener. So. Gut. How'd you take a look at that? Sorry, I can't. Ist hier nicht noch wer? Natürlich ein Schwert. Das Grasland der Stufen erstreckt sich um die Erdferne. Beide Bereiche sind noch unbewohnt. Okay. Und das war's. So, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.